Eine Spende für die armen Tiere von Berlin-Mitte. Helfen Sie den armen Tieren von Berlin-Mitte, bitte. Mann, Moat, was geht mit dir? Alles im grünen Bereich. Was machst du denn hier? Mann, und dann noch eine Dose und direkt auf den Alex. Mensch, Lenny, mein Mester, sei nicht so laut. Du verjagst noch die Leute. Ich sammle Spenden. Ey, komm mal mit in die Ecke und dann erkläre ich dir, bitte. Was, mit in die Ecke? Ohne mich, mein Bester. Das letzte Mal, als jemand sagte, komm mal mit in die Ecke, war das Werner. Und er wollte mir zeigen, wo man am ganzen Körper Tripper haben kann. Mann, das war ein Albtraum, das sag ich dir. Das ist ja mal absolut ins I, ey. Das klingt nach Freddy Krüger oder so. Aber hast es ja auch überlebt, Alter. Aber ist auch egal, ich kann es dir auch hier erzählen. Ach so, du und dein Tripper, ich hab nur Sex mit Caro. Und ich glaube, du hast die Sache mit Werner noch nicht ganz verkraftet. Mag sein, aber nun sag mal, was trennst du denn hier so? Pass auf, mein Mester, ich habe bei Sky eine Repo gesehen, wie die Leute so tun, als würden sie Spenden sammeln. Und ja, da dachte ich mir, hey, Moat, das machst du ganz genauso. Also hast du dir eine Dose gebaut und nun sammelst du Spenden für Tiere, die es ja nicht gibt? Das ist krass. Mann, ich glaube, ich mach mit. Aber hast du schon mal reingekriegt? Naja, ich habe erstmal 40 Euro von mir reingetan. Mensch, damit es nicht so aussieht, als wenn ich nichts bekommen würde. Klasse Idee, Alter. Also lass mal loslegen. Spendet für die armen Tiere von Berlin-Mitte. Spendet für arme Tiere. Ganz genau. Jeder Euro, den ihr hier spendet, der landet bei den armen Schweinen von Berlin-Mitte. Hey, schau, das ist Jenny. Die wird sicher auch was spenden. Ich meine, die Kleine hat sicher auch ein Herz für Tiere. Mensch, Kleine, was machst denn du hier? Du brauchst einen Zehner fürs Kino? Ach Mensch, Jenny, ich dachte, du willst was spenden. Naja, auf den Mund gefallen ist sie ja nicht, ne? Die wird dir höchstens ein blaues Auge spenden. Hm, siehst du mal, so schnell werden die Kleinen groß. Ganz genau so sieht es aus, Lenny. Meine Kleine wird erwachsen und zack, sind schon 10 Euro von den 40 Euro weg. Kann ja nur noch besser werden. Sehe ich auch so. Also ich geh da mal zu Gysi. Gib mal die Box, Mann. Die wird sicher auch was spenden. Ja, stimmt. Gysi hat ja Pudel, ey. Die spendet sicher auch was. Mann, das wird ein Fest. Ich wusste doch, dass sich das lohnt. Knapp 30 Minuten später. So, da bin ich wieder, Mann. Die Gysi, die ist schon der Hammer, sag ich dir. Ja, das glaube ich dir. Sag mal, wir sind ja nun schon fast 50 Minuten unterwegs und es wird auch langsam saukalt hier, Alter. Stimmt, und es wird nicht wärmer. Gut, dass du eine Lizenz hast zum Spenden einsammeln. Was? Wieso eine Lizenz? Ey, guck mal, da kommt Werner. Cool, der wird sicher auch was spenden. Hey, Werner, hier rüber. Lizenz zum Spenden einsammeln, weil da vorne kommt der Typ vom Abend. Ach du Scheiße, Lenny. Gib die Box her. Ganz genau, Werner. Das ist von uns dein nachträgliches Weihnachtsgeschenk vom letzten Jahr. Alles Gute. Genau, alles Gute. Hey, Sie. Ich sehe, Sie sammeln hier Spenden ein. Zeigen Sie mir mal Ihre Lizenz. Welche Typen haben Ihnen was gegeben? Also außer Ihnen, Herr Winter, sehe ich niemanden. Kommen Sie mal bitte mit. Das wird nicht billig. Ja, das sagen Sie alle. Mensch, das war knapp, Moat. Gut, dass du so schnell schaltet hast. Ja, nur schade, dass wir das Geld nicht rausholen konnten. Welches Geld? Als ich Gysi 30 Euro gab, war die Box leer. Hä? Wieso gibst du Gysi 30 Euro? Naja, meine Schulden von der letzten Runde in der Schenke bezahlen. Apropos Schenke, lass uns mal einen trinken gehen. Ganz genau. Werner wird auch schon warten. Ja, stimmt. Moment mal, war das nicht eben Werner? Ach, das glaube ich nicht. Du hast wieder Gespenster gesehen. Ja, so wird's sein. Ganz genau. Berlin. Du bist so wunderbar.